Fangen wir mit Tic-Tac-Toe an. Die Regeln sind sehr einfach. Ich erkläre es Ihnen trotzdem einmal. Man setzt also abwechselnd, Spieler 1 setzt da X drauf und Spieler 2 Kringel. Und sobald einer von beiden irgendwie 3 in der Reihe, 3 in der Spalte oder 3 diagonal hat, hat man gewonnen. Ja, das ist schon alles. Hier ist ein Beispielspiel. Gut, X liegt irgendwie oder malt das erste Kreuz in der Mitte. Zweiter Zug jetzt hier der Kringel nach da oben. Wenn Sie jetzt Tic-Tac-Toe-Experte sind, dann wissen Sie, jetzt hat der Kringel leider schon verloren. Ja? Das ist jetzt schon vorbei. Ja? Um das aber zu sehen, müssen wir das Spiel zu Ende spielen. Ich zeige Ihnen jetzt die Sequenz, wie X zwingend gewinnt in dieser Situation. Ja, man spielt zunächst da unten. Ja? Jetzt bedeutet das, dass der Kringel natürlich da oben spielen muss. Ja? Wenn der Kringel irgendwo anders spielt, ja, dann kann natürlich das Kreuz sofort gewinnen. Das heißt, ja, der Kringel macht das auch. Dann spielt das X da oben in diese Richtung und damit ist es schon vorherbestimmt, dass ich hier 2 Möglichkeiten habe, 3 in einer Reihe zu bekommen. Ja, ist also schon vorbei. Jetzt kann ich da noch einen stoppen und der andere ist dann sozusagen führt zum Gewinn. Ist verblüffend, ne? Also bei so einem einfachen Spiel nur 2 Steine auf dem Brett und schon gibt es eine Gewinnstrategie. Also so ganz trivial ist es auch nicht. Und gerade Kinder spielen das einfach ganz gerne, dieses Spiel, weil es doch ein bisschen unübersichtlich ist, ne? Nur natürlich hat man relativ schnell raus, in der Mitte ist irgendwie das beste Feld. Ne? Also wenn man da jetzt so drüber nachdenken würde, in der Mitte gibt es halt 4 Möglichkeiten, wie ich damit sozusagen 3 gleiche bekomme. Ja? Also einmal waagerecht, senkrecht und so diagonal 2 Möglichkeiten. Wenn ich so ein Eckfeld spiele, gibt es 3 Möglichkeiten, einmal waagerecht, senkrecht und diagonal. Und wenn ich jetzt hier oben an so eine Kante spiele, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten, damit was zu machen. Ja? Also nur waagerecht und senkrecht. Das heißt, so intuitiv würde man natürlich eher, sollte man eher auf die Felder spielen, wo man auch viele Möglichkeiten hat. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist so eine Heuristik. Ja, da ist also eine Heuristik, ist so eine Art, so ein paar einfache Regeln, nach denen, wenn man nach denen spielt sozusagen, dann spielt man wahrscheinlich gut. Das funktioniert manchmal. Es kann aber auch Fallen geben, ja, wo man gerade das extra so macht, dass wenn jemand nach dieser Heuristik spielt, dass er dann gerade in so eine Falle wie diese hier gerät. Ne? Wobei in diesem Fall ist es ja tatsächlich so, der erste Spieler spielt da, wo er 4 Möglichkeiten hat, der zweite spielt da, wo er nur 2 Möglichkeiten hat und die eine Möglichkeit ist sogar schon weg. Das heißt, das ist also wirklich kein guter Zug, ja? Also nach dieser Heuristik auch nicht. Und es zeigt sich sogar, dass man dann zwingend verliert. Okay? Gut, also mit solchen Regeln, die man sich so ausdenkt, ist es also eine Art, wie man jetzt hier also spielen könnte. Ja? Andererseits ist dieses Spiel jetzt, um sowas zu sehen, jetzt hier, dass es hier diesen zwingenden Gewinn gibt, muss man das Spiel halt einfach mal zu Ende spielen im Kopf, was natürlich nicht so einfach ist. Aber da muss man natürlich alle Möglichkeiten gehen und das ist dann auch schon die ganze Idee, wie mir jetzt ein Computerprogramm da rangeht. Es baut halt den sogenannten Game Tree auf. Ja, ausgehend von der ersten Situation verzweigt dieser Baum jetzt für alle 9 möglichen Züge, die ich hier habe. Und da könnte man natürlich jetzt die meisten auch rausschmeißen, weil ob ich jetzt in die linke obere Ecke oder in die rechte obere Ecke reinspiele, das ist ja nur durch eine Rotation, durch eine Drehung ist es die gleiche Stellung. Aber der Vollständigkeit halber sind das erstmal verschiedene Züge. Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, was soll das jetzt, wie ist das jetzt hier ein Baum? Ja, für Informatiker wachsen Bäume nach unten. Ja? Und für in der Natur wachsen die Bäume zwar nach oben, aber das liegt nur daran, dass wir nie in der Erde buddeln. Ja? Für Maulwürfe zum Beispiel wachsen die Bäume auch nach unten. Ja, typischerweise haben Sie, ist so ein Baum nämlich so etwas Symmetrisches. Der hat nach oben so eine Verzweigung und nach unten so eine Verzweigung. Ja, und wir interessieren uns eigentlich nur für die Verzweigung nach unten. Ja? Aber der Hauptgrund ist eigentlich der, dass man erst die Wurzel halt malt und dann wächst das Ding halt weiter nach unten, so wie man halt von oben Blatt Papier beschreibt. Daran liegt das wahrscheinlich. Gut, jetzt für diese Stellung zum Beispiel sind jetzt hier alle 8 Antwortzüge für den Kringel auch noch wieder dann hingemalt. Ja? Und dadurch bekommt das dann diese Baumstruktur. Natürlich habe ich das jetzt auch an all diesen anderen Stellungen, dass ich da jeweils mit 8 Pfeilen weggehe. Also von denen gehe ich mit 8 Pfeilen weg, von denen gehe ich jeweils mit 7 Pfeilen weg und so weiter. Der Baum wird also relativ groß. Ja? Und Baum heißt jetzt hier auch nochmal das, das ist ja allgemeiner, nennt man das Ganze auch einen Graphen. Ja, in der Mathematik oder Informatik, ein Graph ist so eine Datenstruktur, wo ich hier solche Knoten habe, das sind jetzt hier diese Stellungen und dann Verbindungen dazwischen. Und die Verbindungen sind entweder Pfeile oder einfach nur so Striche, die ich dazwischen mache. Das ist also ein allgemeiner Graph. Ja, und jetzt bei einem Baum, ein Baum ist jetzt mathematisch gesehen eine Art Graph, ein bestimmter Graph, wo zwischen 2 solchen Stellungen es genau einen Weg gibt. Ja, hier gibt es also nur genau eine Verbindung. Ich kann jetzt hier nicht eine andere Abzweigung nehmen und dahin gehen. Dann ist es ein Baum. Ja. Also eine Baumstruktur ist so, dass also eine Ameise, die hier auf dem Blatt ist, die muss bis zum Stamm laufen, um zum anderen Blatt zu kommen, beziehungsweise bis zum Hauptzweig zurück,
um dann jeweils jedes Blatt zu erreichen. Aber der Weg, den sie geht, ist immer eindeutig. Es gibt immer eine eindeutige Verbindung. Bei einem normalen Baum ist es ja auch so. Ja, wenn Sie kein Vogel sind, sondern eine Ameise, dann müssen Sie wirklich erst bis zu dem nächsten gemeinsamen Trieb laufen sozusagen und dann können Sie wieder vorwärts gehen. Dann ist es ein Baum. Ist denn jetzt ein Game Tree eigentlich wirklich ein Baum? Naja, ich kann das natürlich so machen, aber dass ich züge, kann ich auch in unterschiedlichen Reihenfolgen machen. Ja, ich kann also erst oben links spielen und dann unten rechts oder ich mache es in einer anderen Reihenfolge. Bei dieser Darstellung jetzt hier würde ich also die gleiche Stellung mehrfach in diesem Baum drin haben, ja, weil es halt doch einfach auf die Reihenfolge der Züge dann bei manchen Stellungen nicht ankommt. Der Einfachheit halber stellt man sich das aber als Baum erstmal so vor. Da bei komplizierteren Spielen wie Schach oder so ist es dann selten, kommt es selten vor, dass es irgendwie relevant ist, in welcher Reihenfolge ich die Züge gemacht habe. Aber genau genommen ist es ein Graph und kein Baum, weil ich manche Blätter halt auch auf verschiedene Wege erreichen kann, indem ich die Züge in unterschiedlichen Reihenfolgen mache. Trotzdem nennen wir dieses Ding immer ein Game Tree oder so ein Baum halt, okay? Gut, oben gibt es die Wurzel, unten gibt es das Blatt. Das sind jetzt einfach zwei Fachbegriffe. Ja? Früher hießen diese, wenn man das hier in Knoten hat, dann hießen diese Dinger, das sind die Kinder sozusagen und das ist der Parent, ja, ein Elternteil sozusagen. Also das sind auch noch Begriffe, die man jetzt hier benutzen kann. Aber für uns ist jetzt erstmal nur relevant, oben gibt es eine Wurzel, unten gibt es die Blätter. Gut, wenn man das jetzt mal für Tic-Tac-Toe macht, da sehen Sie schon, da gibt es eine Menge Pfeile. Dann kann man aus der Startstellung, hat man 9 Pfeile, die rausgehen, von denen gehen aber 4 auf die gleiche Stellung. Wenn man jetzt die Rotationen alle weglässt, ja, um die Sache möglichst klein zu lassen. Ist ja egal, ob ich oben links spiele oder oben rechts oder unten links oder unten rechts. Solange da noch keine anderen Steine auf meinem Brett sind, sozusagen sind das alles die gleichen Stellungen. Genauso, an welche Kante ich spiele, sozusagen, ist auch völlig irrelevant. Ja. Deswegen der Einfachheit halber sind jetzt hier einfach 4 Pfeile, die sich bei dieser Stellung landen. Und dann geht es weiter. Ja, nehmen wir mal an, ich bin in dieser Stellung, gibt es halt hier wieder 8 Pfeile, um zu unterschiedlichen Stellungen zu kommen. Ja? Und die sind jetzt hier alle mal aufgemalt. Ein paar sind außerhalb vom Bild. Und aus dieser Stellung gibt es auch 8 Möglichkeiten, da wegzukommen. In diesem Fall auch wieder die Symmetrie wieder weggelassen. Ja? Entweder spiele ich auf eine Kante oder ich spiele in eine Ecke rein. Der Rest ist wieder durch Drehung das Gleiche. Ja, warum macht man das jetzt, dass man so viel weglässt? Ist natürlich schön, wenn der Baum schön klein ist, weil das ist am Ende ja unser Suchbaum, in dem wir sozusagen da so durchgehen wollen, um die besten Züge zu finden. Das heißt, je kleiner der ist, ja, umso besser. Ja, da will ich also keine doppelte Arbeit machen. Der Baum geht dann so weiter und ganz am Ende gibt es eine Endposition. In diesem Fall ist die jetzt gelb eingefärbt, das heißt so viel wie unentschieden. Ja, da hat also keiner gewonnen. Ja, und wenn Sie das eine Weile profimäßig gespielt haben, Tic-Tac-Toe oder so, mit Ihren Sandkastenfreunden, dann stellen Sie auch fest, dass man meistens unentschieden endet. Ja? Es sei denn, man spielt gegen die Erstklässler. Die haben vielleicht noch Tricks, die Sie nicht kennen. Gut, hier gibt es Stellungen, die sind dann in diesem Fall blau eingefärbt. Da hat jetzt X gewonnen. Ja? Das ist also eine Schlussstellung. Ich bin also muss nicht immer bis nach ganz unten gehen, ja, sondern es kann sein, dass ich zwischendurch schon fertig bin. Dann gibt es hier eine Stellung, die ist rot. Da weiß ich gar nicht, warum die rot ist. Vielleicht wird das noch klar. Es gibt hier noch Stellungen, die sind grün. Da hat dann der Kringel gewonnen. Ja? Und das, was ich jetzt hier sehe, was Sie hier sehen, ist praktisch der gesamte Baum von allen möglichen Tic-Tac-Toe-Positionen. Aber die Rotationen ausgerechnet. Und hier sehen Sie auch sofort wieder, es ist eigentlich gar kein Baum, weil hier auch wieder mehrere Pfeile hier zu diesem Knoten hingehen. Das heißt, von hier ganz oben bis hier ganz unten gibt es unzählige Wege, über die ich gehen kann. Ja, das heißt, genau genommen würde man sagen, es ist ein Graph. Ja, aber uns ist die Entscheidung jetzt irrelevant. Wichtig ist, es ist ein Baum, in dem man jetzt suchen kann. Und da kann man halt die besten Züge suchen. Das habe ich jetzt hier von so einem Blog. Da steht leider nicht mal der Autor drauf. Das ist irgendwie ein Occasional Enthusiast. Der ist also occasionally enthusiastic about something. Und unter anderem halt über Tic-Tac-Toe Analysis using Clojure. Clojure ist so eine Lisp-artige Programmiersprache, wenn Ihnen das was sagt. Das ist eine ganz tolle, unterhaltsame Programmiersprache, die auch sehr mächtig ist, die mit Java zusammenarbeitet, wenn Sie das mal interessiert. Und so zum Spaß hat er das halt mal Tic-Tac-Toe analysiert mit dieser Programmiersprache. Ja. Also da war er halt enthusiastic. Und das Nette ist aber, an dem Code lernt man halt total viel. Ja, nehmen wir mal, Sie beschäftigen sich mit Clojure, dann ist es halt ein tolles Beispielprogramm, wo jemand so ein bestimmtes, einfaches Problem, Tic-Tac-Toe, so eine Drosophila mal ausgeixt hat. Und da lernt man dann unheimlich viel, wie man sowas implementiert. Gut. Das sei genug Werbung. Bin ich sehr dankbar, dass er diese Graphen da hat. Da muss ich sie nicht selber berechnen.
die Fragestellung, die wir jetzt haben, welchen Zug soll ich denn hier oben jetzt machen? Ja, das ist also die Frage, wenn ich gut spielen will. Und die Antwort ist die, erster Schritt, wir gucken alle Blätter an. Ja, die Blätter sind die, die unten sind, auch wenn da jetzt mal mehrere Pfeile hingehen. Und dann kleben wir da eine Plus 1, wenn man gewinnt, eine 0 dran, wenn man unentschieden spielt, oder eine Minus 1, wenn man verliert. Okay? Das heißt, bei den unteren Stellungen ist ja klar, was rauskommt. Ne? Und hier wurde das dadurch gemacht, dass man die entsprechend eingefärbt hat. Das ist so ähnlich, wie wenn man da jetzt noch Plus 1, Minus 1 und 0 dran schreibt. Und jetzt müssen wir diese Information von den Blättern nach oben transportieren, bis nach hier oben, sodass wir hier wissen, für alle Stellungen ist das eine Gewinnstellung, eine Unentschiedenstellung oder eine Verlierstellung. Okay? Und jetzt geht es also um die Frage, wie transportiere ich dieses Wissen von unten nach oben? Das macht man folgendermaßen. Ich habe da so eine Zeichnung zu gemacht. Ja, so eine Zeichnung geht unheimlich schnell, deswegen habe ich das diesmal so einfach so mal gezeichnet. Ne? Aber vielleicht, wenn ich Zeit habe, mache ich da noch eine tolle Computergrafik. Das ist jetzt hier ein vereinfachter Tic-Tac-Toe-Baum. Oben ist sozusagen die leere Position, wo ich gerade bin, und unten, ja in diesem Fall sogar nur nach wenigen Zügen, habe ich die Schlussstellungen schon alle erreicht. Und dann gibt es halt welche, wo ich gewinne und welche, wo ich unentschieden spiele. Ja, und ich möchte jetzt gerne hier oben wissen, habe ich schon gewonnen mit dem richtigen Zug oder nicht? Und wenn ja, muss ich links rumgehen oder rechts rumgehen? Ja, und dazu ist noch ganz wichtig, dass man sich klar macht, aus der Grundstellung ist es natürlich mein Zug, ja, da denke ich mir was aus, und der nächste Zug wird aber hier vom Gegner ausgesucht. Dann wieder suche ich mir einen Zug aus. Das geht also immer so abwechselnd. Entsprechend, wenn ich an dieser Stelle mich frage, welchen Zug soll ich machen, dann nehme ich natürlich das Maximum über diese Zahlen hier unten. Okay, ich wähle mir also die beste Stellung raus, in diesem Fall die 1. Das heißt, ich merke mir, diesen Zug darf ich nicht machen, ich muss den linken Zug machen. Ja? Ich nehme also hier das Maximum. Okay, markieren wir das mal, jetzt ist es markiert und die habe ich durchgestrichen. Entsprechend bekommt jetzt diese Stellung hier einen Zug vor Schluss, ja? Die wird auch markiert mit ist gewonnen, und ich muss mir merken, welchen Zug ich machen muss. Ja, das Gleiche kann ich jetzt für alle anderen zweitletzten Ebenen machen, dass ich mir halt merke, welchen Zug muss ich machen. Wenn ich zwei Gewinnstellungen habe, okay, dann muss ich den anderen jetzt im Prinzip nicht streichen, aber der Einfachheit halber merke ich mir einfach nur einen, den ich machen kann, und ich merke mir, dass ich gewinnen kann. So, jetzt kommt der Gegner. Wie macht der das denn? Der macht das genau andersrum. Der möchte natürlich nicht, dass ich gewinne, sondern wenn der Gegner in dieser Stellung ist, dann wählt er sich natürlich nicht die 1 aus, sondern der wählt sich die 0 aus. Ist ja viel besser, weil 1 bedeutet ja für den Gegner, dass er verliert. Das heißt, der macht was anderes, der nimmt sich das Minimum. Ja? Das ist also, der nimmt sich also die schlechteste Stellung, die für mich am schlechtesten ist. In diesem Fall wählt er sich hier die 0 aus. Ja? Und hier hinten hat er jetzt nur zwei Einsen, dann muss er halt eine 1 nehmen. Okay. Damit sind wir beim Top-Level angekommen und hier maximiere ich wieder, weil ich wieder dran bin. Okay? Und dieses Verfahren nennt sich Minimax. Ja, das ist schon alles. Also sozusagen, wenn ich dran bin, maximiere ich das, was ich kriegen kann. Und wenn der Gegner dran ist, dann wird die entsprechende Zahl minimiert, ja, was halt dem Maximieren des Gegners entspricht. Es ist wirklich so einfach und so funktioniert das Ganze auch. Ja? Das heißt also, wie spielt jetzt ein Computer Tic-Tac-Toe? Wir erzeugen den ganzen Suchbaum. Okay? Dann kommen an die Blätter, kommen die Labels dran, plus 1, minus 1 und 0, ja, für gewonnen, verloren und unentschieden. Und dann propagieren wir sozusagen dieses Wissen, dieses Scores mit dem Minimax-Algorithmus nach oben. Das heißt, von unten nach oben schicken wir die Informationen dann nach ganz oben. Okay? Und dann haben wir eigentlich alles, was wir wissen müssen, um perfekt zu spielen. Okay? Dann können wir einfach den Computer-Move so auswählen, dass er praktisch das maximiert, wo er gerade ist. Okay? Das ist schon, wie man als Computer Tic-Tac-Toe spielt. So weit, so gut. Entsprechend der Gegner zieht dann gehen wir halt den Suchbaum entsprechend weiter und machen dann an der Stelle weiter, was sich der Gegner ausgesucht hat. Ja. Gut, und das ist so einfach, ja, ich habe Ihnen das nicht mitgebracht, aber da gibt es so einen Briefumschlagcomputer, ja, wo man praktisch mit Briefumschlägen diesen ganzen riesen Suchbaum sozusagen repräsentiert. Und dann fängt man an mit dem ersten Briefumschlag, da ist dann die Grundstellung, da dürfen Sie dann auswählen, welchen Zug wir machen. Und wenn Sie sagen, Sie spielen in die Mitte, dann sagt das, okay, dann geht es weiter mit Briefumschlag Nummer 17. Dann nehme ich Briefumschlag Nummer 17, da sind dann die Züge drin, die der Computer machen könnte und so weiter und so fort. Das ist also wirklich total einfach. Man braucht da gar keinen Computer oder so, man kann es mit einem Karteikasten machen. Also Sie können also einen Karteikasten dazu bringen, mit Ihnen perfekt Tic-Tac-Toe zu spielen. Sie speichern einfach alles ab. Ja? Oder Sie können auch einen Lego-Computer bauen, der sozusagen per Lego irgendwie mit Stangen und Zahnrädern alle Stellungen kodiert. Und dann können Sie praktisch eine Maschine machen, wo Sie Ihre Stellung eingeben, einmal dran drehen sozusagen, und dann sagt er Ihnen, an welche Stellung der nächste Stein hinkommt. Gibt es auch irgendwo, war mal in der Scientific American, im Spektrum Wissenschaft, wenn man so einen Lego-Computer, der Tic-Tac-Toe spielt. Also ganz einfach, weil das Spiel so einfach ist. Ja?
So, was war daran jetzt so toll? Naja, der Suchbaum war so klein, dass wir ihn komplett ausrechnen können und dann alles wissen eigentlich. Wir wissen alle Positionen, wo man gewinnt und können dieses Wissen nach oben transportieren, um dann oben die richtigen Entscheidungen zu treffen.